Platz 1. Bei der Polizeikontrolle auf einem Parkplatz einer Autobahnraststätte geht ein junger Polizist einmal um den Sportwagen der jungen Dame herum, mustert aufmerksam die Reifen und bemerkt dann, ihr Profil lässt zu wünschen übrig. Paar. Zuckt die Dame beleidigt die Schulter. Sie sind auch nicht gerade eine Schönheit. Platz 2. Kommen ein Papst und ein Taxifahrer in den Himmel. Sagt Petrus. Taxifahrer, Sie können durch, aber Sie, Papst, müssen noch eine Weile warten. Fragt der Papst ganz verdutzt. Wieso denn? Antwortet Petrus. Ganz einfach, bei Ihnen in der Kirche sind die Leute immer eingeschlafen, aber beim Taxifahrer haben sie gebetet. Platz 3. Eine Familie fährt über eine Brücke und wird prompt von einem Polizisten angehalten. Polizist, herzlichen Glückwunsch. Sie sind als 1 Million STE über diese Brücke gefahren. Sie haben 1000 Euro gewonnen. Darauf der Vater. Super. Davon kaufe ich mir einen Führerschein. Mutter zum Polizisten. Hören Sie nicht auf den, der ist betrunken. Plötzlich der schwerhörige Opa auf dem Rücksitz. Ich hab euch doch gesagt, dass wir mit einem geklauten Auto nicht weit kommen. Platz 4. Mit Autos und Frauen ist es immer das Gleiche. Man pflegt sie, schont sie, kauft alle Extras und wenn sie dann vollkommen sind, bumst ein anderer in sie rein. Platz 5. Warum grüßen sich Fiat-Fahrer mittags nicht? Sie haben sich alle morgens schon in der Werkstatt getroffen.